Wer hat Angst vor Paul und Inflation? Natürlich niemand, meine Damen und Herren. Bekanntlich kommen ja morgen die PCE-Inflationsdaten aus Februar und der gute Jeromy, der wird über Geldpolitik sprechen, explizit über Geldpolitik sprechen. Und die Wall Street ist sehr, sehr entspannt vor diesen Ereignissen morgen, wo die Börsen ja geschlossen sind am Karfreitag, weil man sich sagt, naja gut, der Jeromy, der hat uns doch gesagt, er will und wird die Zinsen senken und das, obwohl die Inflation deutlich wieder nach oben geht, das, obwohl die Finanzkonditionen lockerer sind als zu dem Zeitpunkt, als die Fed begonnen hat, die Zinsen anzuheben, das, obwohl wir täglich Spekulationsexzesse sehen, wo irgendein Schrott wieder 30, 50 oder 100% steigt und so fort und so weiter. Und wir wollen uns vor dem langen Osterwochenende mal die Dinge anschauen. Zunächst mal ja diese Rede morgen oder diese Diskussion mit Kai Ristel morgen in San Francisco. Da wird sich der gute Jeromy Powell äußern. Und die Dame, die Sie hier sehen, das ist die gute Janet Yellen. Das ist wahrscheinlich diejenige, die faktisch entscheidet, was mit der Geldpolitik passiert. Nicht Jeromy Powell. Und diese Janet Yellen, die hat zwei Probleme. Erstens will sie, dass der gute Joe Biden wiedergewählt wird. Da wären Zinssenkungen gar nicht so schlecht. Erstens. Zweitens will sie, dass die Schulden der USA irgendwie noch finanzierbar bleiben. Da wären niedrigere Zinsen auch nicht schlecht. Also sagt sie, Mensch, Jeromy, du musst ihnen irgendwie signalisieren, dass du mal was nach unten machen wirst. Die Frage ist, kann Jerome Powell das machen? Denn es gibt innerhalb der Fed eine nicht unwesentliche Opposition. Dazu gleich mehr. Und wir haben morgen diese PCE-Inflationsdaten, gucken wir uns mal die Kernrate an, die Sie unten im Chart sehen. Letzter Monat 0,4%. Boah, das ist schon ziemlich kräftig. Und jetzt haben wir ja die Situation, dass Core ist ja ohne Nahrung und Energie, dass der Ölpreis derzeit gestiegen ist, die Spritpreise in den USA gestiegen sind. Morgen erwartet in der Kernrate 0,3 und 2,8. Das Ganze 13:30 morgen, also kurz vor der Rede von Jerome Powell. Diese PCE-Inflationsdaten, die sind von der Fed, werden von der Fed sehr ernst genommen, obwohl sie die manipulationsanfälligsten sind. Wenn ich CPI habe, also die Consumer Price Index, die normalen Inflationsdaten, dann habe ich da eine ganz klare Gewichtung. Das ist so und so gewichtet, das ist so und so gewichtet, da hat sich der Preis so und so verändert bei den PCE-Inflationsdaten. Da ist es so, dass der Beobachter, der die Statistik erstellt, mehr oder weniger aus dem hohlen Bauch sagen kann, naja, wir gewichten jetzt mal diese Komponente etwas höher, weil offenkundig die Nachfrage nach diesem Produkt etc. gestiegen ist, wird also mehr gekauft, also gewichten wir es stärker. Da ist natürlich sehr viel weicher und Laxes drin in dieser PCE-Inflationsberechnung, die eigentlich nicht wirklich seriös ist. Meistens kommt sie auch genauso rein wie erwartet. Das hat sowas von chinesischen BIP-Zahlen. Die kommen auch immer genauso rein wie erwartet. Also vielleicht wird das nicht der große Game Changer morgen, diese Zahlen. Aber wir haben heute jetzt die letzte Veröffentlichung des BIPs gesehen in den USA. Viertes Quartal, 3,4%, nochmal höher als erwartet. Ja, wenn eine Wirtschaft 3,4% wächst, dann musst du zwingend die Zinsen senken. Das ist ja gar keine Frage. Vor allem der persönliche oder der Konsum war es der Amerikaners, der das Ganze hier getrieben hat. Und Michael Serve, er zeigt hier anhand der letzten Inflationsdaten, dass eigentlich in einer Situation die Fed eher die Zinsen anheben, denn senken müsste. Nicht, dass das passiert, aber das ist im Grunde hier ein relativ eindeutiger Chart. Wir hatten diesen Rückgang der Inflation bis Sommer etwa und seitdem geht es wieder nach oben. Der Trend wird sich noch weiter verstärken, denn die Fed hat ja in Gestalt von Jerome Powell die Finanzkonditionen gelockert und Michael Serve hatte es hier angedeutet, dass es kein Zufall sei, dass Fed-Governors hier sich äußern und sagen, naja, so eilig haben wir es nicht mit der Zinssenkung. So zum Beispiel gestern Waller, der gesagt hat, also aus seiner Sicht hat sich die Inflationsabschwächung ungut entwickelt, also wieder hin zu einer steigenden Inflation. Dementsprechend würde er noch gerne einige Monate warten, wenn überhaupt die Zinsen zu senken seien. Also der gute Jeromy, der hat da durchaus Gegenwind und hier sehen wir mal diese Finanzkonditionen extrem locker und das, obwohl Powell gesagt hat, naja, also die Finanzkondition
diese oder die Geldpolitik sei doch well into restrictive territory, also sehr restriktiv. Das Gegenteil ist natürlich der Fall. Also warum der Mann so eindeutig die Unwahrheit sagt, ist nur durch politische Motivation zu erklären, eben durch den Druck von Janet Yellen. Aber da ist natürlich der Fed-Chef besonders exponiert. Aber andere FED-Mitglieder weniger. Und jetzt haben wir Waller gehört, sehr, sehr hawkisch, was der gute Mann gesagt hat. Wir haben Bostic gehört, der sagte, naja, vielleicht eine Zinssenkung. Wir haben Barkin, wir haben Bowman, die sind alle dagegen. Das haben sie relativ klar gesagt, dass sie es nicht für angezeigt halten, auch Cook hier die Zinsen zu senken. Und die Frage ist, kann FED-Chef Powell das wirklich machen, wenn er nicht wirklich Einstimmigkeit hat? Denn das würde ein ziemlich schlechtes Bild abgeben, wenn da drei oder vier dagegen stimmen. Und dann würde man sagen, naja, der Paul, der ist ja politisch motiviert, weil er eben der Janet Yellen respektive Biden helfen will. Und das wäre sicher ein Problem. Aber das Problem kriegt er so oder so. Denn hier sehen wir nochmal die Finanzkonditionen. Das geht nach oben. Das heißt, die werden immer lockerer. Und dementsprechend folgte die Inflation hier in hellblau normalerweise mit ein bisschen Verzögerung. Genau das wird auch passieren, denn seit spätestens Dezember haben sich diese Finanzkonditionen sehr stark gelockert und seitdem sind auch die Inflationserwartungen deutlich nach oben gegangen, die ja gehandelt werden in den sogenannten Break-Evens. Also wir sehen, die Märkte reagieren darauf. Paul hat ja angedeutet, wenn der Arbeitsmarkt schwächer wird, nur dann würden wir die Zinsen senken. Und daraus schließt der Markt, naja, mit der Inflationsbekämpfung nimmt es die Fed nicht mehr so ernst. Die hat jetzt scheinbar andere Prioritäten, entweder Arbeitsmarkt oder eben dieses politische. Und die Märkte, die sind euphorisch, die Konsumenten sind euphorisch. Consumer Expectations of Stock Prices. Hier haben wir eine der höchsten Werte in den letzten Jahren, weil man sich sagt, naja, die Zinsen werden ja latent sinken und überhaupt beste aller Welten, was soll da schon schief gehen? Dementsprechend die Stimmung euphorisch. Heute Morgen, pardon, hatte ich schon gezeigt, 50% der befragten Privatinvestoren sind bullisch, nur 22% sind bärisch. Und frische Zahlen auch von den Vermögensverwaltern in den USA, da ist die Investitionsquote jetzt wieder über 100%, nämlich 103,88. Das heißt, die Herrschaften sind gehebelt. In der letzten Woche hatten wir ja einen kleinen Rückgang auf 93. Auch das ist sehr, sehr hoch. Also wir sind fast Maximum hier investiert seitens der US-Vermögensverwalter. Die Stimmung super bullisch. Was soll da schon schief gehen? Und da sehen wir, dass die Chip-Aktien in Relation zum S&P 500 sogar das Hoch aus dem März 2000 überboten haben, also Dotcom-Bubble. Und wir sehen Gold heute mit einem neuen Allzeithoch Intraday, deutlich über der 2200er Marke. Wir sehen auf der anderen Seite dann, das vor dem Hintergrund, obwohl der Dollar eigentlich immer stärker wird. Wir hatten heute Euro-Dollar zwischenzeitlich recht deutlich unter der Marke von 1,08. Wir werden also jetzt, so wie es aussieht, das beste Quartal für den US-Dollar sehen seit 2022, weil eben einige hawkische FED-Mitglieder sich geäußert haben oder FED-Mitglieder sich hawkisch geäußert haben. Die Aktienmärkte interessiert das nicht. Der Devisenmarkt aber reagiert darauf und die Aktienmärkte derzeit ja mit dem Schema, dass vor allem Tesla und Apple zur Schwäche neigen. Dennoch der S&P 500 wahrscheinlich jetzt mit dem fünften Monat in Folge positiv, aber nur noch 5 der 7 sind wirklich hier einigermaßen kräftig. 5 von den 7 are underperforming this month. Also die sind sogar schlechter gelaufen als der S&P 500. Wir haben zuletzt ja so eine Art Rotation gesehen, vor allem in Small Caps, in die kleinen Nebenwerte. Und zu diesen Nebenwerten im Russell 2000 gehört auch MicroStrategy, die heute allerdings ein bisschen unter Druck kommt, obwohl Bitcoin nicht wirklich fällt. Aber die Firma von Michael Saylor, der eigentlich nichts anderes tut, als Bitcoin zu kaufen, und die Anleger sind bereit, 40% Aufpreis für diese Bitcoins zu bezahlen, die MicroStrategy hat, die ist jetzt oder wäre jetzt mehr wert als 237 der knapp über 500 S&P 500 Firmen. Also da ist unfassbar viel eingepreist. Und Carisdale Capital sagt, ja, wir shorten MicroStrategy, also die Aktie, und gehen long Bitcoin, weil wir sagen, dass sozusagen da zu viel Luft in der Aktie ist in Relation zu den Bitcoin-Beständen. Der gute Michael Saylor kauft ja auf Kredit Bitcoin.
Damit verschiebt er das Risiko auf die Investoren seiner Aktie. Er selber verkauft täglich Aktien, die anderen kaufen. Das muss natürlich eine sehr intelligente Strategie sein. Und Paul Volcker hat es gesagt, kurz vor seinem Tod, die reale Gefahr kommt daher, wenn man die Inflation toleriert. Das kann man Jerome Powell durchaus jetzt ankreiden. Und wenn man den engen Cousin der Inflation, nämlich die extreme Spekulation, noch befördert. Auch das kann man Jerome Powell ankreiden. Also das ist ein sehr gefährlicher Ritt, den der Fed-Chef hier derzeit unternimmt. Und gefährlich auch das Stichwort Sam Bankman-Fried. Er muss ein paar Milliarden Dollar zurückzahlen und wird jetzt 25 Jahre wohl ins Gefängnis gehen müssen. Der FTX-Gründer. Dumm gelaufen, kann man sagen. Die gute Nachricht, wie Zero Hedge schreibt, ist, wenn er dann nach 25 Jahren rauskommt, geht, dann ist Bitcoin bei 100 Millionen. Oder dann ist er auf jeden Fall gesaved, ne? Dann hat der Mann kein Problem. Vielleicht hat er ja noch ein bisschen ein paar Bitcoins. Jetzt schauen wir hier mal die Heatmap an. Wir sehen das Muster im Grunde, das wir gestern schon gesehen haben, in der Tendenz. Die Small Caps sind stark. Der Nasdaq ist nicht mehr so stark. Hier sehen wir Apple heute im Minus, Nvidia, Pi mal Daumen unverändert, Microsoft wenig verändert. Wir sehen also wieder vor allem die Nebenwerte, die gesucht sind. Es ist der Herdentrieb, die Wall Street macht es immer so, alle in die Richtung. Und wenn dann genug getrampelt wurde, dann laufen alle in die andere Richtung. Das ist sozusagen derzeit das Schema. Aber der beste Monat, meine Damen und Herren, für Aktien steht ja noch vor der Tür, nämlich der April. Da wird es noch viel weiter nach oben gehen. Wohin denn sonst, möchte man hier fragen. Ja, das hat doch nichts mehr mit Schwerkraft zu tun, was hier passiert. Ja, wir haben praktisch ein dauerhaft hohes Niveau von Aktien, möchte ich mal in Anlehnung an einen Mann sagen, der das im Jahr 1929 gesagt hat und damit natürlich Recht behalten hat. Gar keine Frage. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Aktienmarkt-Rally, Rekordjagd, der Börsen kennt keine Pause. Die Experten bewerten das goldene erste Quartal. Wenn Sie diesen Artikel ganz toll finden, so wie ich das auch tue, dann bitte teilen über diese Social Media Buttons. Geht das einfach per Klick? Ganz einfach, würde mich sehr freuen. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, die Bitcoin-Wette MicroStrategy überholt die Hälfte der S&P 500 Firmen. Was die Marktkapitalisierung betrifft, kommt das Unternehmen in den S&P 500. So wie Supermicrocomputer, kürzlich großes Fragezeichen. Das sind die beiden Empfehlungen. Und jetzt wünsche ich schöne Ostern. Meine Damen und Herren, wir werden morgen 13.30 Uhr die PCE-Daten bringen und wahrscheinlich auch eine Live-Feed zu Jerome Powell. Ansonsten schöne Ostern. Wir sehen uns dann hoffentlich in alter Frische am Dienstag. Ich sage Servus, ciao.